Hallo und herzlich willkommen zu dem nächsten The Legend of Zelda Stream aus dem Untergrund. Ich bin gerade hier gestartet und meine erste Reaktion war, what the hell, wo bin ich? Also diese Plattform, an die konnte ich mich erinnern. Ich wusste noch, ich habe mich auf diesen Warzen, Auswüchsen da ausgelockt, aber okay, bei YouTube werdet ihr jetzt gesehen haben in der letzten Folge, im Sumpf von Ranel. Stimmt, ich bin auch durch den Sumpf gelaufen, aber ich bin da reingegangen. Ich konnte mich jedenfalls nicht mehr dran erinnern. Ich habe jetzt vorgeschlagen heute, wir laufen Richtung Sora, sowohl unterirdisch als auch oberirdisch. Und wir fangen damit mal unterirdisch an und gucken mal, ob uns da irgendwas erwartet, weil ich gerne wissen würde, ob wir vielleicht irgendwas extra Cooles auch an Waffen und so hier unten kriegen. Dann sind wir vorbereitet für oben. Genau, ich bin auch gerade vor einer Stunde aus der Kiste gekommen und so ein Kram. Ich war die ganze Woche leider krank. Also die letzte Aufnahme war ich noch gesund. Und einen Tag später lag ich richtig flach im Bett. Richtig anstrengend. Und jetzt bin ich immer noch nicht, ich bin schon wieder gesund, aber ich bin noch nicht so ganz gesund. Ich habe noch so Halskratzen und so ein bisschen Heiserkeit. Vielleicht hört man das ein bisschen. Aber ich dachte mir, komm, Dienstag ist Zelda-Tag. Da zocken wir ein bisschen. Man kriegt so viel Kram im Untergrund, sagt gerade mein Chat. Ja, also vor allem, was ich geil finde, sind die Waffen. Also, dass man Waffen hier, ganze Waffen kriegt, die nicht zerfressen sind. Das ist actually richtig gut. Ich trinke schon einen Tee. Ich habe gerade Salbei-Tee neben mir. Es wird mir gerade angeraten wegen meiner Krankheit. Ich habe mir gestern noch neuen Salbei-Tee geholt. Und ich habe gerade noch erzählt, dass während meiner Kindheit, wenn ich krank war, habe ich immer heiße Zitrone getrunken. Kann ich den oben noch überfallen? Bam! Ich wollte ihn einfach nur one-shotten. Kein Bock, gegen ihn zu kämpfen. Ach. Ja, komm her. Danke. Einfach eine kostenlose Steinaufschlagemaschine. Danke. Komm! Hab ich doch endlich. Ja, Mister, was machst du jetzt? Hä? Willkommen. Nice. Danke. Ich habe ihn einfach alle meine Steine aufschlagen lassen. Au. Komm, Ryu. Gönn dir. Wie lebst du noch? Zum Glück ist die Wurzel direkt nebenan, dann können wir die Herzen wieder heilen. Ja, er ist einfach unser Roboter. Nur ohne Strom. Weil die richtigen Roboter sind ja hier diese Baukonstrukte da von den Sonau. Zumindest sind sie irgendwie daran angelehnt, keine Ahnung. So, wir wollen noch euch haben. Ein bisschen Loot. Und dann hole ich mir eben kurz meine Herzen zurück. Sehe ich leider gar nicht. Ohne Herzen hier rumzulaufen. Da ist eine riesige Statue von einem Sora. Ich glaube aber, daran erinnere ich mich. Wir sind eben auf den Brüsten rumgeklettert letztes Mal. Irgendwie so war das. Perfekt. Und dann weiter nach hier. Mitten durchs Miasma.
Ich wünschte, ich hätte mein Motorrad noch aus dem letzten Teil. Damit rumzufahren war immer so schnell. Ein Stein. Schade. Ich habe fast gedacht, es hätte wäre ein Krog. Weil der lag so auffällig. What the hell? Oh, das ist der falsche. No, jetzt habe ich meinen Pilz verschwendet. Also es sieht nicht ganz so einladend aus, wenn man hier eine riesige Freifläche hat. Und hier auf einmal so eine Schlucht zusammengeht mit so Zacken und ganz viel Miasma. Ich habe da ein ungutes Gefühl, aber erstmal klatschen wir euch. Ist nicht tot? Klar. Bam. 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 Perfekt. Haben wir erstmal die Kleinen geklatscht. Aua. So, und dann brauchen wir. Nein. Nein. Kein Miasma-Schwert. Danke. So. So. Klatsch, klatsch. Klatsch, perfekt. Da hinten ist noch eine andere Wurzel. Ich glaube, die würde ich mir noch mal eben holen, bevor ich hier reingehe. Ich meine, wenn ich die jetzt haben kann, jede Wurzel zählt. Und hilft mir ungemein dann. Hier ist wieder so eine große Zora-Statue neben uns. Da sind Fledermäuse. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass mich gleich irgendwas angreift. Wieder. Wenn ich jetzt hier in die große Leere springe. Ein paar düster Würmchen unter mir. Oh, Wasser. Ich hoffe, es ist nicht zu viel Wasser. Da vorne ist die Wurzel. Diese Düsterwürmchen sind aber auch fies. Dass die genau hier sind, wo. Oh mein Gott, ich habe nicht gedacht, dass es Wasser ist. Die sind genau über dem Wasser. Asozial. Komm, ich schaff's noch hoch. Perfekt. Kutski-O-Arm-Wurzel. Hallo, Herr Kutski-O-Arm. Wer hat die Wurzeln benannt? Ich möchte bitte mit der Person reden. Diese Benennungen sind absurd, um es nett zu sagen. Badabadabadabam. Nice, die nächste Wurzel. Jetzt sehen wir auch das Wasser. Jetzt kommen wir gar nicht mehr so gut zurück. Das ist natürlich mies. Ah, das war einfach nur so ein See drumherum. Die Wurzel des Lichts vertreibt das Dunkel und erleuchtet deine Umgebung. Merci beaucoup. Ich sehe so ein paar Baustätten. Aber das war's. Okay. Ja, meine Herzen sind tatsächlich gut geblieben diesmal. Oh lol. What the hell? Diese Statue. Sie steht hier einfach überall. Ich glaube wirklich, dass sie uns zu den Zora führen wollen. Da ist irgendwas unterirdisch. Ich kann mir das nicht vorstellen. Auch bei den Gerudo.
Bei den Gerudo wird auch irgendwas darunter sein. Wenn uns diese Statuen schon zu diesem Eingang führen. Wir hatten doch, genau, hier vorne mit dem, wo ich gerade vorgestanden habe und gesagt habe, das sieht so gruselig aus. Da wird irgendwas sein. Na. Mit einem Felsbrockenhammer. Geil. Geilo. Gibt es eigentlich Achievements in Zelda? Nein, oder? Soweit ich weiß, nicht. Ich habe zumindest noch keinen bekommen. Weil es wäre ja schon eigentlich gut machbar in dem Spiel, ne? Wenn ich jetzt überlege so. Töte 30 Miasma-Fledermäuse oder so, dann würde man die Teile immerhin gerne töten. Und er setzt sich wieder zusammen. Tschüss. Exalfos, die schlimmsten Gegner. Ich hasse sie. Aber sie sind tot. Du und du. Perfekt. So, hier war das jetzt. Und diese Statuen führen uns noch weiter. Oh, die wollen, dass man oben lang läuft, aber ich will hier lang. Hier wird irgendwas sein, wenn hier so viel Miasma ist. Puh. Da habe ich gerade kurz gedacht, das wäre es jetzt ums Herz gewesen. Ah, hier sind ein paar Gegner, aber das bringt uns auch nicht viel. Nein, 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 nein. Ich will sie eigentlich schon überfallen. Bleib am Boden. Aua. So viel Loot. Stirb doch. Ach, ich habe einen Bogen des Dämonenkönigs ausgewählt. Ja, kein Wunder, dass der keinen Schaden macht. Au. Oh mein Gott, Ryo hat ihn einfach gekillt. We love it. We love it, we love it. Kann ich den einsammeln? Nee, ein Stachelbockbogen. Braucht doch kein Mensch. Aber die Königshalbarde ist eigentlich gar nicht so schlecht. Gegen so einen Felsbrockenhammer. Da sehe ich das ja schon eigentlich. Im Chat wurde gerade rausgefunden, dass mein Bot anscheinend drogenabhängig ist. Perfekt. Ja, Leute, keine Macht den Drogen. Ich empfehle es euch. Auf Twitch wird mein Bot so gehatet in meinem Chat. Da hatte er keine andere Wahl mehr. So, wir nehmen noch das Sonanium mit. Das ist nämlich meine Droge hier. Haha, was eine Überleitung. Nom, nom, nom. So viel Loot, so viele gute Waffen, so viel alles.
Hallo, noch mehr Pfeile. Jo, jetzt sind wir bald wieder bei 500. Jetzt brauchen wir nur noch einen Bogen. Ja, der kleine geht auch. Danke. Wie ich sie einfach nicht treffe. Das sind einfach die Kinder von diesen Gigamas, oder? Kann das sein? Wir hatten doch letztes Mal diesen Gigama besiegt, diesen großen. Dieses große Krokodil. Und ich glaube, diese Kleinen sind einfach nur die Kinder davon. Das sind die Babys. Oh. Aber dass die hier so frei rumlaufen. Das bedeutet doch eigentlich, dass hier ein Mama... Krokodil in der Nähe ist, oder nicht? Hm. Eine blaue Beere. Wo waren jetzt... Da waren doch aber... Die Soras waren ja da oben irgendwo, ne? You know what? Weil hier war jetzt ja doch nichts Spannendes. Wir gehen mal... Oh, das war knapp. Wir gehen mal weiter nach hier. Und checken mal, ob wir hier bei diesen Sora-Statuen was finden. Da sind nämlich wieder welche. Genau, die gehen nämlich einmal hier oben rum. Ah. Ein Skelett. Ein Skelett. Einmal dein Horn und so ein Qualmerling. Perfekt. Gehen wir damit auch direkt in die richtige Richtung? Ja, schon. Halt nach rechts. Oh. Hässlicher Exalfos. Gesterben. Dieser Kack-Exalfos, Alter. Oh mein Gott, geh doch nicht in meinen Schuss, Dange. Ich will nur das Exalfos töten. Man könnte so viel besser kämpfen und ich mache hier den Scheiß. What the hell? Das war dumm. Na, vielleicht ich meinen Dämonenbogen. Dämonenbogen, meinen Leuenbogen. Komm. Komm. Danke, Rio. Perfekt. Oh mein Gott, das war so asozial. Aber er hat sich anders verdient. Er hat es nicht anderes verdient. Er ist doch ein hässliches Exalfos. Ist das ein schwarzes? Es ist ein schwarzes Exalfos. Immerhin konnte ich seine Waffe klauen. Komm da raus. Nicht in dieses hässliche Miasma. Danke. Ich will dein Horn haben. Merci beaucoup. Da ist noch ein Pfeil in der Wand. Das gibt mir so ein bisschen Ender-Dimensions-Vibes. Zumindest vom Stein her. Oder? Keine Ahnung, das ist jetzt ein bisschen random. Aber wenn ich halt so diese Steinfarbe sehe und an Minecraft denke, dann denke ich ans End. Noch mehr Sonanium, weil wir haben noch nicht genug. Es ist so viel Sonanium. Da ist noch eine Frau mit Waffe oder ein Mann oder ein Geist. Keine Ahnung, welches Geschlecht es hat. Jedenfalls hat es eine Waffe und zwar einen Boomerang, den kein Mensch braucht.
Kannst du gerne behalten. Ich gehe weiter den Statuen folgen. Ist denn hier noch eine weitere Statue? Da ist noch eine. Da, 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 da. Da, 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 da. Das hier sieht aus wie ganz viele leuchtende Statuen. Ich habe gedacht, es wären Fledermäuse, aber es sind keine. Oh, da sind... Was zum Teufel? Aber geht die Statue jetzt da unten rein? Also... Und kommt Rijo so weit? Hä? Ryu! Ach Junge, troll mich doch nicht so. Komm, ruf doch mal deine Kumpanen. Jo, ist okay. Danke. Ein Pfeil. Wuhu! Hey, Junge, ich hab nur ausgewichen. Ich bin ausgewichen. Das ist nicht fair. Es ist nicht fair. Ich möchte dies. Dieser Weiße da oben. Junge. Halt's Mund. Danke. Ja, wir haben wieder ein... Oh mein Gott, ein Bosporkerz. Das hatten wir noch nicht. Dieses seltene, grotesk aussehende Material ist ständig in Bewegung. Und wir haben wieder so eine Doppelklinge bekommen. Ein Königsschwert. Oh mein Gott, das will ich eigentlich auch haben. Ja, geht doch mal da runter. Junge, 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 Junge. Au. In your ass. Du. Was machen wir hier? Ach so, das ist gar keine Doppelhandklinge. Wuhu! No, 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 no. Lass mich doch mit den Zeitbomben hier in Ruhe. Hier wird gleich alles explodieren! Aua, mein armes Schild. Oh, huh. Ja, Riju, ich weiß, ich sage immer Rio. Au. Das war sein Horn. Danke, Riju. Also, die Königsschwerter nehme ich ja schon gerne. Da war doch noch ein zweites hier. Ach nee, hat er sich das genommen? Er hat sich einfach genommen. Das war jetzt ein bisschen zu viel, was ich verbraucht habe. Ich wollte nicht so viel Essen für den Blödsinn hier verbrauchen. Aber ich müsste jetzt theoretisch noch ein zweites von dem Dingszeug essen. Da sehe ich mich eigentlich nicht so. Junge, ist hier viel Miasma. Okay, das macht immerhin schon mal ganz gut Licht. Jetzt erstmal nochmal ganz kurz hier. Nein, wait. Nein, auch nicht du. Dich bitte. Merci. Und... Noch die anderen Steine. Kriegen wir das in einem Rush hin? Nicht ganz. Bam. Wir sind einfach schon bei... Wir haben 32 große und wir haben irgendwie 400 kleine.
Man kann das doch bestimmt irgendwo umtauschen. Kannst du doch nicht erzählen, dass das nur einfach so hier steht. So, und jetzt haben wir alles, ne? Es glitzert nichts mehr. Nichts mehr auffällig. Nee. Okay, dann können wir eigentlich zu der... Wir haben ja noch die andere Seite. Das sind ja auch noch Gegner. Warte mal, die Statue war... Da vorne. Ach, hier ist direkt die nächste Statue gewesen. Aber wir hatten doch hier auch nochmal Gegner. Ja, komm, also wenn ich jetzt schon mal hier bin, dann können wir auch noch eben den Loot mitnehmen. Ich muss nur gucken, dass ich dabei nicht sterbe. Das machen wir halt jetzt... Was soll's? Wer will noch mal, wer hat noch nicht? Ich kann ja auch theoretisch mit so ein paar Blaubeeren arbeiten. So, da kam Stein. Oh, da ist ein Feuerpfeil. Komm, Riju. Du. Was, der war daneben? Der hat ein großes Schwert. Oh, lololololol, dein Ritter Zweihänder, den muss ich mir nicht hinten reinschieben. Haha, aber das kriege ich noch hin. Tschüss. Du musst da bitte einmal weg. Mister, ich schieße Feuerpfeile. Aua. Lassen Sie mich schon bitte in Ruhe kämpfen. Danke, ihr kleinen Fuzzis. Da-dam, da-dam. Da-dam, da-dam. So, ganz viel Zeug. Der Ritter Zweihänder ist zerfressen, den will ich nicht haben. Oder ich guck gleich mal, aber das Königsschwert war deutlich besser. Hey, wo ist denn der? Da. Kriegen wir was? Gibt's eine Kiste? Nee, da ist noch ein Soldaten-Zweihänder. I mean, ich habe ganz viel Sonanium bekommen und so, also das ist schon gut. Hier ist ein guter Ort zum, zum Farmen. Ich mach mal so. Und ich weiß gerade nicht, wo das zweite war. Ich glaube hier. Ja, ist auf jeden Fall ein Doppelfarmort-Ding. Ah, da ist eine Kiste. Habe ich gar nicht gesehen. Papppfeile obendrauf. Warum denn auch nicht? Noch ein bisschen Sonanium. So 90% der Zeit, die wir hier unten sind, verbringen wir einfach nur damit, Gegner wegzuhauen und dann deren Sonanium zu stehlen. Habe ich jetzt noch irgendwas hier übersehen? Da hinten liegt noch Loot. Da sind noch Irrlichter und die Statuen... Da oben. Ah, genau bei den Irrlichtern. So. Genau, und dann weiter geht es. Ah, hier sind noch ein paar Steine. So, und jetzt nach hier. Yes, genau. Und die extra Blaubeere. Jetzt sehe ich nur die nächste Statue nicht. Ich mach mal hier wieder einen kleinen Samen hin.
Warte mal. Wohin guckst du? Nach da links. In die Richtung. Ah, da unten ist eine weitere. Wir folgen den ominösen Statuen. Da unten ist eine Wurzel. Was haben wir hier? Ein Reiseschwert. Diese Art Schwert ist in ganz Hyrule zu finden. Das ist robust, aber keine sehr effektive Waffe. Aber das ist wirklich stark. Das ist gut verstärkt, das Schwert. Obwohl, warte. Sorry to be that kind of person, aber ich mag die Zauberstäbe gar nicht. No. Einmal so. Okay, also du schaust nach hier. Huppala, ja, guck mal einer an. Es werde Licht. Ich kann mir vorstellen, dass das Richtung Wurzel geht, aber ich mache jetzt erstmal hier zu meiner eigenen Safety so. Es geht schon weit runter, aber da ist auf jeden Fall noch eine Statue. Da unten ist noch eine. Können wir eben die Irrlichter nehmen. Und dann können wir aber eben zu der Wurzel. Boah, ich bin ja richtig Highspeed hier im Untergrund. Ich renne von einem zum anderen und wir haben die ganze Zeit irgendwas zu tun. Ich loote alles. Also es ist krass. Es ist ja richtig siebter Himmel. Und die Sachen, die man hier kriegt und sowas, ist schon wild. Uni-Joi-Wurzel. Nice. Und wir haben 100 Teile ohne den Untergrund gespielt. 100 Teile ohne den ganzen Loot, den es hier gibt. Kein Sonanium, keine Batterien, nichts. Aber ich verstehe immer noch nicht, wo ich das Sonanium einsetzen kann. Außer bei dem einen Typen oben, wo ich 10 Sonanium in 10 von diesen Energiekristallen umwandeln kann. Das war alles. Ich glaube, da ist nochmal so ein Boss. Kann das sein? Aber so einen, wo ich nicht ganz verstanden habe, wie der freigeschaltet wird. So, da hinten sind die Statuen. Die haben aber viele hier aufgestellt, die Sonau. Ja, guck, hier ist nochmal so eine Bosspfütze. Ist da oben auch eine? Nee, es ist ein Baum. Aber kann ich hiermit irgendwas machen? Das ist der Glibber von oben, in dem man drinnen hängen bleibt. Der tropft wahrscheinlich da oben durch die Decke oder so. So, da ist noch eine Statue. Wie weit sind wir inzwischen? Ja, wir sind fast da. Wir sind fast drunter. Es wäre so witzig, wenn ich mich dann hoch dingsen könnte. Wenn ich jetzt unter die Stadt gehe und mich dann so hoch teleportieren könnte. Ist das wieder Wasser? Ja, Tatsache, aber die stehen sogar auf dem Wasser. Hallo. Lass meine Samen in Ruhe.
Meine armen Samen. Dann halt nicht. So. Und so. Perfekt. Er guckt nach rechts. Warte mal. Hallo. Danke. Link. Genau, da ist noch einer. Irgendwann müssen wir hier doch einem Boss begegnen oder so. Oder zumindest irgendeinem Schatz. Wo ist denn die nächste Statue? Da oben. Guten Morgen in den Chat. Oh, hä, die guckt nach rechts. Das führt uns jetzt aber nicht im Kreis. Oh mein Gott. What the hell, habt ihr mich erschrocken? Ey, chill deine Base, Bro. Chill deine Base, Bro. Danke. So. Ein Reiseschwert brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Das wollte ich nicht. Da oben müssen wir jetzt wieder hin. Hey, wir sind doch gerade erst runtergegangen. Ja, aber der zeigt ganz eindeutig nach da oben. Hä, aber wir wollen doch zu dem Punkt. Von den Sora. Ich bin verwirrt. Hier bin ich jetzt richtig, ne? Aber ich sehe nicht, wo du hinschaust. Zeig's auch nach da. Geht's jetzt hier im Kreis weiter? Da leuchtet irgendwas. Da war ein Feuer, habt ihr es gesehen? Ich bin so auffällig, Junge. Wenn hier irgendetwas ist, was mich überraschen möchte, ich renne einem einfach in die Arme. Hä? Was seid ihr denn? Sehr großes Irrlicht, eine im Untergrund häufig zu findende leuchtende Geisterkugel. Ein ungewohntes großes Irrlicht mit viel Kraft. Okay, hier ist wirklich irgendwas. Das sieht aus wie so eine Art Tempel von den Jiga. Ich will eigentlich zu der Wurzel da drüben. Oh, Tatsache, ich bin sogar bei dem Punkt. Wait, ich gehe erstmal zur Wurzel. Verlassene Ranellmine. Oh. Ich nehme nochmal das Irrlicht mit. Ah, es gibt so Minen im Untergrund dann für das Sunanium. Oh, das wäre natürlich wild. Das würde auch Sinn machen, ne? Ich meine. Dafür war ja der Untergrund da. Am Ende treffen wir hier auf Meister Koga oder so. Da war noch ein Pilz. Dich nehmen wir mit. Sonst irgendwas hier. Hallo. Ein Jägerheft. Im Laufe des Kataklysmus haben sich zahlreiche schachtförmige Löcher in ganz Hyrule gebildet. Sie werden schlicht als die Abgründe bezeichnet und scheinen den einzigen Zugang zum Untergrund darzustellen. Die Erkundung des Untergrunds ist hart und mühsam. Oft ist man gezwungen, ihn von andernorts neu zu betreten. Da Abgründe damit als einziger Zugang extrem wichtig sind, müssen unbedingt alle entdeckt werden. Doch das ist leider leichter gesagt als getan. Gewisse Abgründe sind geradezu diabolisch gut versteckt. Zumindest ein Abgrund soll sogar mitten in einer Höhle verborgen liegen. Kein Schimmer, wie sowas passiert. Sicher gibt es auch andere Abgründe, die gar nicht wie solche aussehen, vielleicht sogar wie gewöhnliche Löcher. Doch dank des austretenden Miasmas sind sie zumindest von hochgelegenen Aussichtspunkten aus leicht zu erkennen. Ruhm Koga.
Ja, das wusste ich aber tatsächlich schon. Ich meine, wir sind ja schon hier unten. Hier ist ein Diener-Konstrukt. Was passiert, wenn ich da jetzt draufklicke? Leute, ich hole mir erst die Wurzel. Kann ich hier Dings schmelzen? Kann ich hier Sonanium schmelzen? Oh, das wäre super. Ich brauche erst diese Wurzel, aber ich muss da jetzt ernsthaft drüber schwimmen. Oh. Aber krass, das ist genau unter der Aufgabe von den Sora. Guck mal. Also ziemlich genau. Komm, 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 komm. Huh, das war knapp. Hallo. Aka-Agom-Wurzel. Ja, dann erleuchte uns mal über die Mine, liebe Wurzel. Wir haben einen sehr spannenden Ort hier gefunden. Also gut, dass wir im Untergrund noch zu den Sora gegangen sind. Sollten wir jetzt unsere Batterie hier verbessern können? Muah, es wäre perfekt. Es wäre himmlisch. Es wäre super. Und der nächste Ort. Krass. Die Wurzel des Lichts vertreibt das Dunkel und erleuchtet deine Umgebung. Also wir sind wirklich mitten in so einem Bergloch. Ich kann ja aber alle ansprechen. Bonk. Autorisierung erfolgreich. Willkommen, Link. In der Vergangenheit wurden hier große Mengen Sonanium abgebaut und verarbeitet. Jetzt ist die einst florierende Mine ziemlich trostlos und verlassen. Einige meiner Artgenossen sind aber noch geblieben, um Bauplan Steinplatten zu bearbeiten. Sprich sie einfach mal an. Ja, das mache ich. Mit deinen Kollegen. Hallo. Ding. Autorisierung erfolgreich. Willkommen. Einst konnte man hier viel Sonanium finden und dieser Ort war eine florierende Schmelzhütte. Ich sollte dir etwas überreichen, jedoch leider hast du die benötigten Bedingungen nicht erfüllt. Bitte begib dich zur verlassenen Zentralmine. Was? Asozial. Wie soll ich denn die verlassene Zentralmine finden hier? What the hell? Okay, also da fehlt uns noch irgendwas. Ich mache mir ein Sternchen. Kann ich hier denn zumindest irgendwas machen? Kannst du Sonanium für mich braten? Upsala. Autorisierung erfolgreich. Willkommen, Meister. Ich bin ein Alchemiekonstrukt. Meine Aufgabe ist es, Sonanium zu anderen Materialien zu verarbeiten. Sonanium ist ein grünlich schimmernder Rohstoff, der in diesem Gebiet in großen Mengen abgebaut werden kann. Ich kann Sonanium zu anderen Materialien verarbeiten. Also, sieh dir jetzt bitte die Materialien an, die aus Sonanium gewonnen werden. Wie viel? So viel. I take everything. Diese Materialien wurden aus Sonanium gewonnen. Sie sollen dir gehören, wenn du mir im Tausch dafür Sonanium gibst. Verarbeitungsprozess.
Dabei wird Sonanium in einem Ofen geschmolzen und so in Materialien in anderen Eigenschaften umgewandelt. Diese Materialien sind Sonar-Energiesphären und Sonar-Energiekristalle. Danke. Kürzlich von mir gewonnene Materialien findest du in den Regalen dort. Bitte sieh dich um. So viel. So viel. Oh mein Gott. Alle. Den gesamten Vorrat, ich überlasse ihn dir für 90 Stück. Gimme, gimme, gimme. Das war mein gesamter Vorrat. Bitte warte, bis der nächste Verarbeitungsprozess abgeschlossen ist. Ja, I take it. Den gesamten Vorrat, ich überlasse ihn dir für 15 Stück großes Sonanium. Ja, das war mein gesamter Vorrat. Bitte warte, bis der nächste Verarbeitungsprozess abgeschlossen ist. Ah, wie gut, man kann hier die ganzen Sonanium-Sachen kaufen. Ah, wie perfekt. Wie gut. Hässliche Okto-Viecher, Alter. Oh, das Sonanium sinkt auf dem Boden. Hupsi. Zentralmine ist eine Quest. Wenn man die macht, easy zu finden. Ah, okay. Habe ich aber noch nicht die Quest. Dementsprechend geht es gerade noch nicht. Im Untergrund habe ich fast alles noch nicht. Ein großer Sonanium-Energiekristall. Wow, wir haben wieder 200. Wir können uns zwei neue Batterieteile machen. Crazy. Crazy. Eine Mine gefunden. Wie gut ist das denn? I love it. Yo, ist okay, meine Axt zerbricht gleich, klar. Hier ist ein Jägerlager, also hier war mal ein Jäger. Ich möchte hier bitte mal nach oben. Auf dieses Dach drauf. Hier ist da bestimmt irgendwo noch ein Jäger. Erstmal ein großes Irrlicht. Okay, vielleicht da drüben, da oben. Da ist ja der Jägerposten. Kann ich hier nochmal drauf? Um mal zu schauen, was hier ist. Da liegt auf jeden Fall noch ein bisschen Sonanium rum. Und die Jäger können nicht weit sein. Ich weiß auch nicht, warum sind die Jäger denn komplett gegangen? So eine Energiesphäre. Merci beaucoup. Ein kaputtes Konstrukt. Ist ja traurig. Ah, und das hier ist so ein Schrotkessel. Guck mal, da kommen die Erzbrocken angeliefert über dieses Band. Und hier wird das klein gemacht. Deswegen war ja auch Sonanium drin. Ist ja wild. Hallo in den Chat. Und da oben, was ist das? Ah, von dem Konstrukt der Ofen. Aber ich kann da auch nicht reinsehen, ne? Das wäre schon zu witzig. Ja, Leute, wisst ihr, was das dann für uns heißt? Wir haben jetzt wieder so viele hier Energieteile, Dingsbumsens, Bamsens, Teilsens. Dass wir jetzt mal nochmal, ne, wisst schon und so, hier einmal hin, dann können wir uns da nämlich neue Energie-Batterie-Slots holen und dann können wir zu den Sora. Dann hab ich zumindest schon mal zwei Batterien und nicht nur noch eine. Schon mal ein Fortschritt.